Es kommt davon, wenn man dann versuchen will, irgendwie schnell durch so ein Level durchzukommen und eigentlich... Ach, ja. Nochmal das Ganze so. Hier wollen wir nach rechts. An diesen nervigen Gegnern vorbei und dann wieder zickzack. Nein, kein Interesse an dem Pilz, kein Interesse an den Gegner, kein Interesse an dem Gegner da oben oder an dem hier unten oder an dem da oben. Und das Ganze noch einmal. Also, hier nicht runter, weil tot. Dann gleich rechts vor dem Mittelpunkt auch nicht runter, weil tot. Da gibt's einen Waschbäranzug. Macht sich hauptsächlich dekorativ ganz gut. Jetzt kann man zwar sehr viel schießen und dadurch schnell durch das Level durch, aber ist wahrscheinlich gesünder, ist trotzdem ein bisschen langsamer anzugehen. Was bist du da? Achso, du bist ein... Nö. Feuerbälle finde ich cooler, weil das Teil hat eine Fliegefunktion dabei. Das ist ja ein Flatterblock mit dran geschraubter Feuerballkanone. Schade. Aber bleiben einfach mal weiter oben, weil unten irgendwo runter, das sorgt ja eigentlich immer nur für Tod. Und in irgendeinem von diesen Wegen runter ist dann der geheime Ausgang versteckt, sodass ich definitiv keine Lust habe, den zu suchen. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, da mit dem geheimen Ausgang geht es wahrscheinlich da rechts zu der Sternenwelt. Aber wir gehen lieber in das Level hier. Okay. Diese blauen Pflanzen sehen seltsam aus. Wenn du eine davon zu schnappen kriegst, lass besser nicht los. Okay. Schauen wir doch mal. Da oben waren diese blauen Büschel im Boden, ja? Soll man nicht loslassen. Oh! Cooles Haustier. Nämlich. Ich weiß jetzt nicht, wie die, was das mit blauen Pflanzen zu tun hat, aber... Oh, das war knapp mit dem Pilz. Ja, geh mal weg da. Ich nehme hier wieder meinen Privat-Hammer-Bro mit. Ja, jede Menge davon im Boden. Da braucht man sich kaum Sorgen drüber zu machen, außer man lässt sich treffen und stirbt dann irgendwann trotz Hammerheins. Ja, da unten noch Kugeln und mit den ganzen fliegenden Gegenständen. Das sorgt zumindest dafür, dass das Level ein bisschen unübersichtlich wird zeitweise. Ist dem Überleben nicht unbedingt zuträglich. Da die Bombe und Mittelpunkt, Mittelpunkt, danke, Mittelpunkt. Sehr sympathisch. So, komm mal weg da. Geht's hier rein? Ja, da kommt man ganz woanders aus wieder. Ja, egal. Das muss schon so sein. Das, ja, wird schon passen irgendwie. Da wären wir doch fast runtergefallen. Und nochmal. Oh, mein Hammerwurf. Typi ist weg. Nee, ich hätte davon gern neun, aber hier sind ja genug eingegraben worden. Das bringt natürlich irgendwie die Frage auf, wer genau hat die eigentlich, die hier überall in dem Level eingebuddelt? Und wieso verliere ich die ständig? So. Hier ist leider das Level zu Ende, ohne dass es irgendwie weitergeht. Das ist natürlich blöde jetzt. Ja, wo wollen? Danke, blöde Kanonenkugel. Wollte gerade sagen, wo wollen wir eigentlich genau weiter hier? Also hier rein, kommen wir hier oben raus. Okay. Und hier bringt einfach nur nach rechts laufen ziemlich wenig, weil es dann irgendwann nicht mehr weitergeht. Also halten wir mal die Augen offen nach irgendwas anderem. Da oben wäre prinzipiell gut. Da ist eine Tür. Wie kommen wir da hoch? So nicht so wirklich.
heißt, wir müssen jetzt doch weiter nach rechts, bis wir irgendwo eine Möglichkeit finden, ein Level hier höher zu kommen. Das ist dann genau hier und damit waren wir gar nicht so falsch. Sah nur so aus. Hilfe, 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 Hilfe. Ah! Okay, man kann sich nicht ducken, wenn man so einen Hammer Brother in der Hand hat. Gut zu wissen. Ah, dann ist hier auch schon das Ende. Okay. Eigentlich auch noch ganz akzeptabel, das Level. Hey, ein Luftschiff! Juhu! Die Invasion. Ich bin gespannt. Ja, Tod, was sagst du mir? Hilfe. Ja, wie immer halt, typischer Tod. Browsers Luftschiffe fallen hier ein. Das hier ist abgeschlossen, da hinten ist auch abgeschlossen. Der Tod redet nicht. Wenn du nach unten gedrückt hast und rennen auf einem Teil des Schiffs, das blau leuchtet, dann bekommst du einen speziellen Gegenstand. Also nochmal nach unten drücken und rennen auf blauem leuchtenden Kram. Okay, beeil dich und komm rauf, wir fahren sonst ohne dich. Wenn ihr ohne mich fahrt, ja, dann kommt auch selbst mit euren Problemen klar. Ah. Guck mal, die machen Bumm. Und der Wind hilft auch nicht gerade dabei. Ah, man kann sie nicht als Schutzschildgegenstand benutzen. Gut zu wissen. Ja, was ist jetzt das Ziel von dem Ganzen? Sollen wir einfach nur überleben, bis das Level vorbei ist, oder sollen wir hier irgendwas gezielt machen? Home Coopers. So, genau, ich hätte nämlich gern so eine Shell. Falls jetzt mal irgendwas von vorne kommt, würdest du bitte aufhören, so einen Mist zu veranstalten, da oben? Ja, jetzt geht nicht mehr weiter. Gut, dann werfen wir noch eine Bombe darunter. Ich hätte gerne Power-Ups oder so. Ach, hier geht's plötzlich doch weiter. Was ist denn das für eine Verarschung? Nur kurz Pause eingelegt oder wie? Apropos Power-Up, ich hatte einen Pilz da. Ah, ja. Sehr guter Plan. Augen aufmachen beim Spielen könnte helfen. Dann passiert einem das nicht unbedingt, dass man die Power-Ups da oben lässt, wenn man sie braucht und aus dem Bildschirm fallen lässt und man sie nicht mehr braucht. So. Also, das Ganze noch einmal. Eigentlich kann man recht konstant hier Bomben runter werfen. Ja, theoretisch schon. Praktisch bombt man sich dann irgendwann selbst über den Haufen. Gut zu wissen. So. Ist auch weg. Tschüss. Bomben sind ein bisschen gefährlich irgendwie. Also eigentlich lasse ich das doch lieber bleiben, denke ich. So, diese ganzen Flutter-Coopers hier, die sind relativ gefährlich. Müssen wir nochmal gucken, ob wir die nicht so über kurz oder lang ausschalten können. Leider nicht so gut. So. Jetzt ging das gleich einfach irgendwie weiter mit dem Fliegen hier, oder? Dann würde ich mich jetzt einfach mal hier drauf bleiben auf dem Luftschiff. Ja, so. Gibt's mehr davon? Ah, wenn man sich ja so einen Shell schon mal hat, dann macht das die Sache ein bisschen einfacher. Ja, komm. Könnt ruhig kommen, ich habe keine Angst vor euch. Ich bin zwar klein, aber ich habe meine Shell. Meine rote Shell. Und damit seid ihr alle hinüber. Tada! Tada! Hihi. Das gefällt mir gut. Viel besser als diese komischen Bomben da. Sollen wir jetzt da unten drauf oder warten wir lieber doch wieder hier? Nö, ich glaube einfach lieber auf dem befreundeten Luftschiff warten, bis es nicht mehr weitergeht. Okay. Röhre. Und hier gibt es einen Endgegner. Ja, ist das schön, dass man so viele Power-Ups hat hier für dieses Level. Yeah. Wow. Nein! Etwas zu weit rechts. Verdammt. Und das heißt, alles nochmal machen. Ja. So ein Pilz oder so wäre wirklich nett gewesen.
Juhu, noch einmal. Jetzt kommen wieder die ganzen Bombs da von oben. Ach, die Bomben sind das eigentlich totaler Unfug. Braucht kein Mensch da. Das wäre echt hilfreich, könnten wir dieses Power-Up hier behalten. Weil scheinbar gibt es sonst nicht wirklich viel mehr davon. Vielleicht gibt es das, wenn man zwischendurch das Luftschiff verlässt, aber dann geht man die Gefahr ein, zu verpassen, wenn das Luftschiff weiterfliegt. So, und... Ah! Mist. Leider Shell verloren. Wir brauchen aber eine bei den ganzen Koopas, die jetzt hier noch angeflogen kamen. Brauchen wir unbedingt noch eine Shell. So in etwa. Jetzt können wir nämlich wieder alles abwerfen, was hier angeflogen kommt. Zum Beispiel so. Oder so. Ja, vielleicht doch gleich mal schauen, ob es hier irgendwo einen Pilz gibt, denn das ist schon relativ eklig. So ganz ohne Power-Up. So, schauen wir doch mal. Ja, ist auch nicht so optimal. Jetzt haben wir unsere Shell verloren und... Ja, Pilz gibt's trotzdem nicht. Müssen wir doch mal versuchen, das hier ohne Pilz hinzukriegen. Ist ja im Prinzip nicht so schwer, nur... In der Praxis wiederum... sorgt es dann doch für Probleme.